Okay, also das ist jetzt hier die feierliche Übergabe des Absturzfliegers Sabre. Und du meinst, den kriegst du von Ja. Fliegerkollege. Also. Guck mal, die Röhre ist nicht kaputt. Die ist in ein Stück mit dem Impeller. Aha. Also das soll gerettet werden hier. So. Naja, da muss man aber auch ein bisschen beten vorher, finde ich, oder? Ja, viel Arbeit. Aha. Na gut, dann mache ich erstmal hier Stopp an der Stelle. Ja, das ist die abgestürzte F86, die ist jetzt vorher arbeitet und die Elektronik ist funktionsfähig, jetzt gemacht, neue Servos eingebaut. Also, Motor. Höhenruder. Querruder. Und Fahrwerk. Zack. Und einfahren. Halten. Okay. Das ist nur eine Zwischenbilanz. So sieht es jetzt erstmal aus. Durchgespachtelt. Da wird alles gleich neu gemacht, neu lackiert vor allen Dingen. Servos funktionieren komplett, Ruder funktionieren einwandfrei. Fahrgestell fährt ein, fährt aus. Alles astrein. Das Ding war ja völlig verbogen, verzogen. Ist auch noch nicht ganz fertig. Kleine Zwischenbilanz, nachdem ich das Flugzeug durchgespachtelt habe, feingeschliffen etc., habe ich es einmal vorgestrichen und grundiert mit Silber und danach nochmal alles abgeschliffen und korrigiert und auch nochmal nachgespachtelt. Ganz neu ist jetzt hier vorne das Rote. Und als nächstes wird sie dann komplett gestrichen und zusammengebaut. So, nun schlussendlich ist die gesamte Elektronik verlegt. Wenn die Luft reingeht, da wackelt nichts mehr an Kabeln. Deswegen ist das alles fest verlegt. Und die Servos sind alle optimal aufeinander, alles abgestimmt. Jetzt steht einem Probeflug dann bald nichts mehr im Wege. Das ist das Staffelabzeichen meiner Wahl auf die Sabre F86. Das ist Mölders. Erstes Jagdgeschwader war da 74, Ende der 50er Jahre der Bundesrepublik Deutschland.
Das ist natürlich so großes Patch, was ich bestellt habe. Das habe ich dann verkleinert mit Paint Shop Pro und mit dem Microsoft Publisher. Die Pixelgröße angepasst. Jetzt passt es wunderbar nach meinen Berechnungen, wie ich es haben will. Ausgedruckt ist es mit wunderbarem Fotopapier in Seidenmatt und mit Klarlack überzogen als Schutz. Das ist die Sabre F86 von meinem Freund, die er mir total zerstört und zerschmettert übergeben hat, in der Hoffnung, dass ich sie restauriere. Ja, verwehrt und fertig und sehr schön geworden. Die vielen Stunden will ich jetzt gar nicht erwähnen. Die lasse ich jetzt beiseite. Der Berliner Flughafen Tempelhof 2019. Die von mir voll restaurierte, vorher total schadenzerschmetterte Sabre F86 ist voll restauriert und könnte in Berlin-Tempelhof starten, wenn es kein Flugverbot geben würde.